Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Warzone-Video. Im heutigen Video geht es nochmal um eine Waffe, die aktuell definitiv zu Close Range Meta gehört. Besser gesagt geht es um die WSP 9, die mit den richtigen Aufsätzen unfassbar stark sein kann. Und genau deswegen habe ich im heutigen Video auch den Loadout rausgesucht, den auch der beste Warzone-Spieler, DS Biffle, aktuell benutzt. Und ich muss tatsächlich gestehen, dass ich die WSP aktuell lieber spiele als die Striker 9, wobei das ja eigentlich meine Lieblingswaffe war. Bevor wir jetzt direkt reinstarten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt über Warzone und die neuesten Updates und die besten Loadouts, lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei, wenn ihr streammäßig nichts verpassen wollt, denn da gibt es natürlich regelmäßig Livestreams mit dem ganzen Waffengrind, mit dem Contentgrind. Deswegen schaut da gerne vorbei. Jetzt gehen wir rein ins Gameplay. Let's go. Bro, bitte. Nein. Da versucht jemand einen Nuke zu machen. Ist das geistkrank? Solo Wondel Nuke ist geistkrank, sage ich. Das ist wirklich geistkrank. Meint ihr, der packt das? Das ist der Save nicht, oder? So viel, wie verwinkelt das Ganze auch ist. Ich glaube, du musst auch die anderen Sachen machen, die anderen Aufgaben. Das ist wirklich so die schwerste Aufgabe, die man solo machen kann. Ich würde es ihm gönnen. Ja, safe. Also wenn man Solo-Nook macht, ich würde auch sagen, ich support. Ich support das Ganze auch. Weil ich jetzt irgendwie herausfinde, ob der Mann wirklich die Nook macht. Aber ich glaube, er hat es gechoked schon, oder? So, die Wassermänner sind wieder unterwegs. Hinter mir ist aber auch einer. Bro, er ist wirklich worst greatest. Der zieht das durch, ne? Er zieht das wirklich durch, der Mann. Wenn er das schafft, okay, er wird angezeigt da hinten. Das ist crazy. Ich werde versuchen, einfach die Lobby leer zu räumen, sodass er seinen Nuke machen kann. Falls was ist, ich werde es nicht entschärfen oder so. Ich werde es einfach supporten. Boah, diese WSP ist einfach nice. Er wird halt übel angezeigt für jeden. Und die Leute werden einfach nur geisteskrank drauf geiern. Das ist halt das Ding. Fehlgeschlagen. Oh, nein. Es ist fehlgeschlagen. Es ist fehlgeschlagen. Das tut mir auch im Herzen einfach weh, weil ich weiß, es wird, also es gibt immer Leute, wenn du diese Nuke-Aufträge machst, die schon in Squads wirklich gefühlt sich mit anderen Teams einfach zusammensetzen, um dir die Nuke zu versauen. Und in Solos ist es halt noch schlimmer. Du bist komplett auf dich allein gestellt, musst alle Aufgaben machen, wirst angezeigt und so weiter. Plus die Leute geilen alle auf dich, sehen dich die ganze Zeit. Das ist crazy. Das ist crazy. Weil irgendjemand sniped auf mich. Ich glaube, ich gehe mal zu meinem Loadout. Aber wie bitter muss das sein? Du machst die Nuke, machst diese Wins. Vielleicht hat er ja die 30 Wins gemacht oder halt auch die 5 hintereinander. Dann wirst du einfach weggebeamt. Aber Solos zu machen ist halt crazy. Da muss man schon wirklich Eier haben. Das so durchzuziehen. Das ist bis jetzt keine schlechte Runde, aber die Milano ist wirklich nice. Warum? Ah. Mit
nice wären einfach Gunfights, in denen ich quasi einfach nur von vorne angeschossen werde. Und auch einfach sehe, gegen wen ich fighte. Er kommt mit Prezi-Schlag, okay. Ich verstanden. Wird hier oben irgendwo sein. Unter mir ist was, oder? Nein, ich habe alles veraimt. Ist das schlecht? Ist das schlecht? Aber wo ist dieser Dude, der hier rumgecampt hat? Oh. Die Frage ist, wer hat mehr gejoked hier gerade? Crazy, aber es stand irgendwie auf so einem Vordach, der wird mich jetzt maximal abfangen wollen, 100%. Eigentlich die Zipline bekommen wäre nice, aber es wird, glaube ich, nicht so gut. Ne, es wird nichts mehr. Nein, der Swanny. AFKs auch immer mitnehmen. Einer war safe im Untergrund. Frage ist, wo ist er hin? Da ist er. Ich werde hier weggebeamt die ganze Zeit. Crazy. Problem ist halt, ich bin auch kein guter Sniper. Das ist auch so ein, vielleicht so ein kleines Problem. Aber nimmt man mit. Boah, da werden so viele unten sein. Wie kann dieser Dude AFK sein und immer noch in der Lobby sein eigentlich? Ich verstehe es nicht teilweise. ...25 ist machbar. Nein. Nicht runterkommt, habe ich gewonnen hier. Top-Posi. Hätte runterkommen sollen, glaube ich. Okay. Es ist ein halber AFK-Lobby irgendwie. Wirklich eine halbe AFK, glaube ich. Ich weiß nicht, was der gemacht hat wieder. Der war auch AFK. Wie können die Leute nicht rausfliegen, frage ich mich. Frage ich mich wirklich. Komm ganz hoch. Boah, das wird eine eklige Zone. Die wird gottlos. Ist auch eine weirde Lobby, irgendwie teilweise Sweats und teilweise echt eher lockerere Spieler, sag ich mal so. Jetzt höre ich wieder was in-game. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Irgendjemand hustet. Das war, glaube ich, dumm, dass die Smoke jetzt schon. Genau, zwei sind im Wasser, okay.
Ich wusste gar nicht, dass man so weit runter kann hier, actually. Ah, komm, lass los. Zack, das war die Klasse, die ich gespielt habe mit der SEM35er Mündung. Dazu der lange BSP Reckless Lauf, dachte ich am Anfang, könnte so ein bisschen schwierig sein, sorgt allerdings dafür, dass ihr auch auf große Distanz, ja, Gegner wirklich unfassbar gut beamen könnt. DR6 Handstopper so ein bisschen für Movement plus der V-Geschwindigkeit, das 50 Schuss Magazin, ja, ganz klassisch für die Munition. Und der BSP Classic Fabrikschaft, jeweils nochmal ein bisschen für Rückschusskontrolle, sorgt dafür, dass ihr auch auf Midrange eure Kugeln gut treffen könnt. Das, wie gesagt, ist eine Klasse, die ich, ja, Anfang so ein bisschen unterschätzt, aber ich muss sagen, umso mehr ich es gespielt habe, umso besser hat das Ganze wirklich auch funktioniert. Deswegen testet es gerne aus und schreibt gerne mal in die Kommentare, zu welchen Waffen ihr als nächstes noch ein Video sehen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.